Guten Tag zu einer neuen Folge von Cook Your Own. Serafin und ich waren ja zum Studieren in Indien für ein Semester und dort haben wir uns kulinarisch, sagen wir mal, begeistern lassen. Und diese Begeisterung wird sich immer wieder in unseren Rezepten finden, und zwar mit mal mehr oder mal weniger indischen Nuancen, die wir einfließen lassen. So auch geschehen bei den Bollywood Tomatoes. Dabei handelt es sich um Tomaten, die gefüllt sind mit meiner Interpretation auf ein indisches Dal. Was wir dafür an Zutaten brauchen, außer Tomaten, seht ihr jetzt. Für die Füllung von 4 Fleischtomaten brauchen wir 100 Gramm Linsen, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, frische Minzblätter, Senfkörner, Kreuzkümmel, eine Peperoni, 2 Teelöffel Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer. Zudem werden noch etwa 60 Gramm Parmesan und saure Sahne benötigt. Bei den Linsen, die ja nun mal die Hauptzutat von einem Dal darstellen, ist es wichtig, dass ihr beim Kauf auf die Garzeiten achtet. Die stehen auf der Verpackung drauf und für dieses Dal brauchen wir eine Garzeit von 10 bis 15 Minuten. Und außerdem würde ich empfehlen, rote Linsen zu nehmen, weil wenn nachher die Tomaten mit so einer grauen Pampe gefüllt sind, dann sieht das auch nicht so lecker aus. Wie jetzt diese Linsen in die Tomaten kommen, das seht ihr jetzt. Am besten bereitet ihr alle Zutaten kochfertig zu, so erspart ihr euch hinterher Stress beim Kochen. Schält die Zwiebel und schneidet sie in kleine Würfel. Auch den Knoblauch schälen und zerkleinern. Die Peperoni abspülen, halbiert sie und entfernt die Kerne. Beachtet, umso mehr Kerne ihr dabei lasst, umso schärfer wird es. Wer es nur etwas oder gar nicht scharf mag, kann auch nur eine halbe Peperoni verwenden oder sie einfach ganz weglassen. Entfernt die Minzblätter vom Stängel und schneidet sie grob klein. Ungefähr 10 bis 15 Minzblätter sollten es sein. Nachdem ihr die Tomaten gewaschen habt, schneidet den Deckel der Tomaten ab und hüllt sie mit einem Löffel aus. Nun erhitzt Olivenöl in der Pfanne und gebt die Zwiebel in das heiße Öl. Sobald die Zwiebeln glasig sind, gebt auch die Linsen in die Pfanne und schwitzt sie kurz mit an. Nach ungefähr 2 weiteren Minuten kommt der Knoblauch, die Peperoni und die Minze hinzu. Salzt und pfeffert alles vorab nun schon einmal und löscht es dann mit dem Tomatensaft und etwa 400 Milliliter Wasser ab. Gebt nun einen Esslöffel Senfkörner und einen Teelöffel Kreuzkümmel hinzu. Deckel drauf und bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten köcheln lassen. Reibt nun den Parmesan. Rührt die Linsenmischung immer mal wieder um und wenn nötig, gebt ihr mehr Wasser hinzu. Mixt den Parmesankäse mit der sauren Sahne. Fettet 2 kleine oder eine große Auflaufform mit Olivenöl und heizt den Ofen auf 200 Grad Celsius vor. Gebt nebenbei immer wieder Wasser zum Dal, damit die Linsen schön quellen können. Schmeckt das Dal für die Füllung am Ende nochmal mit Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer ab. Sobald das Dal eine breiige Masse ist und die Linsen zum größten Teil zerkocht sind, füllt die Tomaten mit dem Dal. Abschließend noch einen Klecks von der Parmesansahne auf der Tomate verteilen und den Deckel der Tomate wieder aufsetzen. Nun nur noch 15 Minuten in den Ofen und voilà! Fertig sind die Bollywood-Tomaten und wer bei diesem Geschmack Bock auf Bollywood hat, mach dir doch einfach Musik an und genießt die Tomaten im Tanzen. Aber vorher, vergesst nicht uns zu abonnieren, wenn ihr mehr Rezepte haben wollt. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, sei cool und danke to your own food. Hollywood! Hollywood! Nein, es ist nicht Hollywood. Schande, Schande über mich. Schande. Bollywood. Damn.